Guten Abend. Heute ist Werner Michael Balsen mein Gast auf dem H1-Sofa. Der Keksunternehmer ist das Oberhaupt von Deutschlands bekanntesten und wohl auch beliebtesten Familienunternehmen. Generationen von Kindern sind mit dem Leibniz-Butterkeks groß geworden, den sein Großvater Hermann, der Unternehmensgründer, 1891 entwickelt hat. Wie Großvater Hermann und Vater Werner hat Werner Michael Balsen auch schon früh sein gesamtes Berufsleben auf den Erfolg und das Wachstum des Keksunternehmens ausgerichtet. Mehr als drei Jahrzehnte stand er an der Spitze der Geschäftsführung. Seit 2018 hat er den Vorsitz des Verwaltungsrates übernommen. Wie lebt man mit seinem berühmten Namen? Wo steht das Familienunternehmen heute? Und welche Auswirkungen befürchtet er durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, auf Deutschlands Wirtschaft und auch auf sein Unternehmen? Darüber wollen wir jetzt reden. Hallo, Herr Balsen. Schön, dass Sie da sind. Ihren Namen kennt ja eigentlich in Deutschland jedes Kind. Wann ist Ihnen das zum ersten Mal bewusst geworden, dass Sie einen besonderen Namen haben? Naja, schon als Schüler oder später als Student. Es war nicht immer so ganz einfach, weil wenn man irgendwelchen Blödsinn gemacht habe, fiel das genauso auf, als wenn ich irgendwas Gutes gemacht habe. Aber man gewöhnt sich dran. Ja, Ihr Vater Werner war ja eine sehr starke Persönlichkeit. Ich hatte bei meinen ersten Interviews großes Herzklopfen, als ich ihn mal traf. Er stand 60 Jahre an der Spitze des Unternehmens, hat erst mit 81 Jahren das Zepter aus der Hand gegeben. Wie schwierig war das da eigentlich für Sie, sich mit Ihren Talenten und Möglichkeiten zu entfalten? Das war nicht einfach, weil es tut einem Unternehmen nicht so gut, wenn jemand so lange an der Spitze ist und damit auch Weiterentwicklung und Innovation eher behindert. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit 31 oder 32 Jahren unsere Auslandsgeschäfte in einer Schweizer Holding übernommen habe. Und da war ich sozusagen mein eigener Herr und relativ unabhängig von dem Rest der Familie, die hier in Hannover waren. Wie war denn so insgesamt Ihr Werdegang? Sie sind ja nicht von der Schule einfach ins Unternehmen, sondern Sie haben Ich habe erstmal eine Lehre gemacht als Konditor, weil ich dachte, es wäre gut, einfach so das Metier zu kennen. Das hat mir später beim Einstieg auch sehr geholfen. Und dann habe ich Betriebs- und Volkswirtschaft studiert, weil ich dachte, ein bisschen was von Zahlen und so zu kennen, das kann nicht schaden. Und dann bin ich ins Unternehmen gekommen, habe nach kurzer Zeit dann erstmal ein Jahr die spanische Tochtergesellschaft geleitet. Dazu musste ich erstmal die Sprache lernen. Und dann war ich zwischendurch noch Monate in Amerika, weil ich auch nochmal raus wollte. Und habe dann 1985 die Leitung der Auslandsgeschäfte übernommen. Und das war dann eigentlich so der Start ins richtige Managerleben. In die Geschäftsführung. Ihr Großvater hat ja das Unternehmen 1889 gegründet. Rund 100 Jahre später, nämlich 1999, gab es einen ganz tiefen Einschnitt. Das Unternehmen Balsen wurde in drei Gesellschaften aufgeteilt innerhalb der Familie. Sie übernahm den Süßbereich, der seit 2018 als The Balsen Family firmiert mit einem neuen Corporate Design. Sagen Sie uns doch mal, stellen Sie uns doch mal die Balsen Family vor. Was gehört denn alles dazu? Also wie viele Werke, wie viele Produkte, Mitarbeiter? Naja, wir haben damals diesen Dachbegriff Balsen Family entwickelt, weil wir damit zeigen wollen, dass wir ein bodenständiges Familienunternehmen sind, was sich durchaus unterscheidet von großen Aktiengesellschaften. Mhm. Und dieser Familienkontext, der sollte eben nicht nur bei den Gesellschaftern, bei meiner Familie sein, sondern auch im Unternehmen, dass sich auch Mitarbeiter sozusagen als Teil einer großen Familie fühlen und daraus eine besondere
Engagement, eine besondere Zugehörigkeit und auch eine Freiheit zu kreativen Ideen entwickelt. Sagen Sie uns doch mal ein paar Zahlen. Also wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt? Also wir haben ungefähr 2.500 Mitarbeiter. Davon sind 70% in Deutschland. Wir haben aber noch 2 Werke in Polen und Vertriebsgesellschaften in Europa, Amerika und Mittlerer Osten und Asien. Und wir machen ungefähr 500 Millionen Umsatz. Aber das Geld alleine oder die Zahl alleine ist ja nicht so wichtig. Ich denke, wir bemühen uns, spannende und leckere Produkte zu machen, die wir unseren Konsumenten nahe bringen. Und das ist das, was Spaß macht. Was ist denn Ihr Lieblingsprodukt? Ach, ich habe mehrere. Ich bin durchaus ein Süßer und wechsle natürlich immer ein bisschen ab. Aber so ein Produkt wie Ohnegleichen gehört auch dazu. Da können Sie schon in Versuchung kommen. Herr Balsen, Sie haben ja im Jahr 2001, glaube ich, das Stammhaus wieder zur Konzernzentrale umgebaut oder eingerichtet. Ja. Steckt da so auch ein bisschen der Gedanke hinter, ohne Wurzeln keine Flügel? Also ist Ihnen die Tradition und das Erbe wichtig in Ihrer Arbeit? Ja, ein Stück schon. Ich fand dieses Stammhaus immer steht unter Denkmalschutz und ist wirklich ein Markenzeichen auch meines Großvaters. Und als wir standen vor der Frage, ob wir irgendwo eine neue, moderne Zentrale machen oder dieses alte Haus modern herrichten. Und da fand ich das sehr viel spannender, das alte Haus mit dem Charme, einem tollen Sitzungssaal, aber sonst mit moderner Technik und Glastüren herzurechnen. Das haben wir gemacht. Wenn Sie durch diesen historischen Eingang gehen, bewegen Sie da so besondere Gefühle oder ist das schon Alltag geworden? Natürlich ist es ein Stück weit Alltag, aber wir haben vor ein paar Jahren dort noch eine Plastik aufgestellt, die Sonnengöttin, die aus der Zeit meines Großvaters stammt, die während der Nazizeit versteckt wurde, weil sie als entartete Kunst galt. Und die wir jetzt erst vor ein paar Jahren wiederentdeckt haben und uns mit dem Eigentümer geeinigt, dass wir sie bei uns vor das Haus stellen. Ich versuche immer so diese Kombination zwischen den Wurzeln und einer Ausrichtung auf morgen. Ja, da haben Sie ja allerhand bewegt in den letzten Jahrzehnten. Aber bevor wir darüber reden, wollen wir erstmal Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben so ein kleines Satzergänzungsspiel hier bei H1. Mal ganz kurz ergänzen. Ich lebe gerne in Hannover, weil? Weil Hannover überschaubar und grün ist und eine Menge Kultur zu bieten hat. Mein schönster Platz in Hannover ist? Ist der Platz vor der Uni mit dem springenden Pferd. Mein Lebensmotto lautet? Entspannt und positiv in die Zukunft gucken. Mein Vorbild ist? Ich glaube schon, ich habe mehrere Vorbilder, aber ich glaube schon mein Vater. Meine Stärke ist es? In schwierigen Momenten ruhig und konzentriert zu bleiben. Meine kleine Schwäche ist es? Dass ich sehr neugierig bin und deswegen manchmal nicht sehr konsequent. Am besten erhole ich mich? Bei der Jagd, ich bin Jäger. Also in der Natur, aber auch bei der Musik. Was für ein Instrument spielen Sie denn mal so dazwischen gefragt? Ich spiele Cello und spiele auch in so einem Orchester mit anderen Managern und das macht viel Freude. Ich liebe Musik. Von kommt dazu? Bach, Schubert. An Büchern lese ich am liebsten. Von welchen Autoren? Ich habe eine Zeit lang Kriminalromane gelesen und habe jetzt ein Buch von Stefan Aust auf dem Schreibtisch liegen. Die Biografie? Ja, genau. Die China-Biografie. Auf eine einsame Insel würde ich diese 3 Dinge mitnehmen? Ich würde Laufschuhe mitnehmen und Musik mitnehmen und wahrscheinlich ein paar gute Bücher. Ich könnte nicht leben ohne? Ich könnte sagen, nicht ohne was Süßes, aber wahrscheinlich nicht ohne Musik. Ohne Musik. Viele sagen auch Familie, aber ich glaube, das ist ganz selbstverständlich bei Ihnen. Sie sind seit 1985, glaube ich, mit Ihrer Frau Susanne verheiratet. Können Sie so sagen,
was Sie so gegenseitig schätzen oder was Sie besonders an Ihrer Frau schätzen? Ja, ich denke halt die Offenheit, auch mit den Besonderheiten eines Familienunternehmens umzugehen und natürlich, wie sie die vier Kinder großgezogen hat. Erzählen Sie uns ganz kurz, wie heißen die Kinder, was machen die aktuell? Die heißen Johannes, Andreas, Verena und Julia und sind alle berufstätig. Möchten Sie jetzt nicht näher ausführen? Ja, also die hat jeder unterschiedliche. Karrieren. Die jüngste ist Fotografin. Ist die Julia? Genau. Und hat einen ganz anderen Weg gemacht. Die beiden Jungs haben Jobs in der Industrie und Verena ist als so Ideengeber mit in der Firma. Ja, es ist ja sehr ungewöhnlich. Die Kinder sind sehr eng mit der Firma ja verbunden, denn sie haben 95% der Geschäftsanteile ihren vier Kindern schon übertragen. Sie haben selbst nur noch 5%. Warum haben Sie das gemacht? Ich habe das gemacht, weil ich eine langfristige Nachfolgeplanung machen wollte und nicht sozusagen das dem Zufall überlassen. Nachfolgeplanung ist ja eigentlich ein gutes Stichwort, denn als die Firma damals geteilt wurde oder geteilt werden musste, weil die drei Stämme sich nicht so einig waren, haben Sie ein bisschen beklagt, dass die Nachfolgeregelung Ihres Vaters nicht so klar gewesen ist. Nun hat ja jeder gedacht, es sei ein Familienunternehmen, es treten auch die vier Kinder in die Geschäftsführung ein, aber Sie haben sich dann doch für einen externen Manager entschieden. Warum haben Sie das gemacht? Das ist ja ein Novum in Ihrer Firmengeschichte gewesen. Also erstmal stimmt, mein Vater hat seine Nachfolge nicht geregelt und das führte zu erheblichen, sagen wir mal, Diadochenkämpfen, was der Firma nicht gut getan hat. Und diesen Fehler wollte ich und will ich nicht machen oder wiederholen. Deswegen bin ich auch vor 4 Jahren aus der Geschäftsführung ausgeschieden und in den Verwaltungsrat gegangen. Und wir haben uns dann entschieden, einen externen Chef reinzuholen, der zusammen mit meiner Tochter Verena das Unternehmen führte. Hat leider nicht ganz geklappt. Warum? Der englische Chef Phil Rumbold, ein sehr respektabler Mensch, aber er hat es nicht richtig geschafft, die Mitarbeiter mitzunehmen. Ja. Wie geht das denn nun weiter, Ihre Tochter Verena, Sie haben es ja schon gesagt, ist mit guten Ideen so aktive Gesellschafterin, nennt man das, glaube ich. Wird sie in die Geschäftsführung aufrücken oder suchen Sie jetzt wieder einen externen Manager? Wir suchen einen externen Manager, aber Verena ist mit da aktiv mit dabei. Ja, na, man wird sehen. Sie haben sie schon jemanden im Auge. Ja. Aber mehr verraten Sie jetzt nicht. Nein. Aber ich würde gerne noch mal auf Verena zu sprechen kommen. Ihre Tochter wurde 2019 wegen ungeschickter Äußerungen über Balsen Zwangsarbeiterinnen sehr stark angegriffen. Die Wogen schlugen hoch. Sie baten mit ihrer Frau um Verständnis für Verena. Was steckt denn da dieser Krise? Ist die Krise denn schon beigelegt inzwischen um diese Zwangsarbeiterinnen-Diskussion? Ja, das war sicher ein bisschen ungeschickt. Sie hat sich dafür auch entschuldigt und wir haben das zum Anlass genommen, diese Geschichte, diese Periode in unserem Unternehmen mal von Experten aufarbeiten zu lassen. Wann rechnen Sie da mit Ergebnissen? Das soll im nächsten Jahr veröffentlicht haben werden. Haben Sie schon Erkenntnisse? Ja, das sind auch keine großen, auch keine unangenehmen Überraschungen rausgekommen. Mein Vater war halt 1,5 Jahre in Kiew und hat dort eine Süßwarenfabrik geleitet. Und die Sache mit den Zwangsarbeitern, das war ja sozusagen in jedem Unternehmen so, weil die Männer alle weg waren. Aber wir lassen das aufarbeiten, weil wir da auch versuchen, so einen objektiven Blick drauf zu... Es ist ja geradezu eine kleine Tragik, wenn jetzt darüber diskutiert wird. In Kiew ist jetzt wieder Krieg, die Frauen sind wieder alleine. Haben Sie mal Gelegenheit gehabt oder schwebt es Ihnen auch vielleicht vor, mit Menschen in Kiew Kontakt aufzunehmen? Meine Frau und Verena waren im November in Kiew und haben mit zwei alten Damen gesprochen. Sehr bewegende Momente. Und dass die jetzt wieder im Krieg sind und Bomben fallen, Katastrophe.
Das ist eine schlimme Zeit. Wir werden gleich noch auf die möglichen Auswirkungen für Ihr Unternehmen sprechen. Aber ich würde jetzt mal einfach zu den leckeren Keksen gerne zurückkommen. Bio, vegan und möglichst wenig Zucker ist ja der Trend der Ernährungsbranche. Wie gehen Sie bei Balsen mit diesem Trend um? Also wir arbeiten daran. Wir müssen aber das Grundstück schaffen, dass wir auf der einen Seite zum Beispiel weniger Zucker oder gar keinen Zucker drin haben. Auf der anderen Seite müssen unsere Produkte aber lecker sein. Ja, das stimmt. Und wir bringen jetzt im April 2 Produkte unter der Marke Leibniz, die nur mit Fruchtsüße gesüßt sind. Und man muss ja mal schauen, da gibt es noch eine ganze Menge in der Entwicklung. Das heißt also, auch die alten Rezepte werden darauf überprüft, ob man sie gesünder, sage ich mal, gestalten kann? Oder bezieht sich das alles im Wesentlichen auf Neuentwicklungen, was Sie jetzt sagen? Beides. Wir haben eigentlich schon immer versucht, unsere Produkte so gesund wie möglich zu machen, ohne groß darüber zu reden. Es gibt keine Chemie in da drin, keine künstlichen Aromen und solche Sachen. Das war einfach Teil der Marke. Aber natürlich haben wir Zucker. Und daran zu arbeiten, da sind wir dran. Aber wie gesagt, wir wollen nicht Produkte machen, die man auf Rezept kauft, sondern solche, wo man Spaß dran hat und die Konsumenten einfach lecker finden. Das ist ein gutes Ziel. Die Konsumenten merken aber auch, nicht nur inhaltlich hat sich was getan. Ich habe mal 2 Packungen, die mir besonders imponieren, mitgebracht. Die älteren Kunden, zu denen ich mich in aller Bescheidenheit jetzt auch mal zähle, die sind das Blau-Gelbe gewohnt. Aber jetzt ist Balsen in ganz neuer Verpackung auf dem Markt. Auch der Schriftzug Balsen steht im Mittelpunkt. Was steckt hinter diesem Relaunch? Also an dem arbeiten wir eigentlich schon ganz lange. Die ersten Ideen sind fast 20 Jahre alt. Diese Schrift, die da drauf ist, das ist die Unterschrift meines Großvaters. Ach so. Mhm. Und wir wollten ganz bewusst sagen, wir nehmen nicht die einzelnen Produkte, die wir zeigen, sondern sozusagen die Produktfamilie behalten. Und das wird, aber das einzelne Produkt hier wird sehr stark zelebriert. Wenn man es so umdreht, sieht man die Produkte von allen Seiten. Ja. Und wir konzentrieren es eben wirklich auf ein Produkt und nicht auf ganz viele, weil wir finden, dass das Produkt als solches der Hero sein soll. Ja. Und das hat zu radikalen Veränderungen geführt. Und ich sage offen, dass manche unserer älteren Kunden da im Moment noch etwas mit Fremden. Etwas Fremden, ja, ich sag's ja auch ganz offen, ja. Aber die Jüngeren, interessanterweise, reagieren sehr positiv darauf. Ja. Sodass wir, und das gehört eben auch dazu, man muss eine Marke regelmäßig erneuern und sozusagen neuen Kunden- und Konsumentenkreisen zuführen. Schließlich ist die Marke Balsen jetzt über 100 Jahre alt. Aber wenn wir uns auf dem ausruhen, was sozusagen besteht, dann verschlafen wir irgendwie die Zukunft. Ja, ich finde, Sie haben da auch eine tolle Symbiose gefunden. Denn dieses, ich sage jetzt mal TET, man spricht Jet aus, glaube ich, das ist das Markenzeichen, was Ihr Großvater erfunden hat, weil er der Erste war, der den Keks dauerhaft verpacken konnte und dauerhaft frisch halten wollte. Sie haben dieses alte Markenzeichen auch wieder aufgegriffen. Aber ich wollte mal fragen, ist das ein Spagat für Sie? Der Großvater hat gesagt, dauerhaft, ewig, während. Und Sie setzen auf Erneuerung. Ist das so ein Spagat oder kriegt man das gut unter einen Hut? Für mich ist das kein Spagat, sondern eigentlich eher der Auftrag. Mein Großvater war ja ein großer Innovator, sowohl was die Produktionstechnik angeht. Der hat die erste Leuchtreklame. Und er hat sozusagen die erste Fließband war auch von Ihrem Großvater. Das erste Fließband war von meinem Großvater. Er hat als Erste eigentlich eine Kekse verpackt und dann seinen Stempel, das ist T-Zeichen drauf gedrückt, weil damals war das nicht üblich, dass Produkte verpackt werden. Aber bei unserem Wetter hier mit Regen und so sind die natürlich auch schnell feucht. Also der hat eine Menge
Bestehendes über den Haufen geworfen. Überhaupt keine Frage. Das können Sie auch an dem Haus sehen, in dem wir jetzt sind. Und insofern Innovation und Weiterentwicklung ist kein Widerspruch, ganz im Gegenteil zu dem Thema, dieses T-Zeichen steht für ewig und dauernd. Kann man sagen, dauernde Weiterentwicklung und ewig vielleicht, naja, langfristiges Bestehen des Unternehmens. Ja, also mit der Zeit gehen ist sicher ganz wichtig, auch in Ihrem Unternehmen. Nur in einem Punkt habe ich mich doch vielleicht etwas gewundert, würde es mal gerne ansprechen. Sie haben eine sehr beliebte Keksorte Afrika im Programm gehabt und der Name wurde geändert, weil man ihn für rassistisch hält. Waren ja. Diese Entscheidung nicht ein bisschen übertrieben? Ja. Ja, konnte da der Chef nicht auf den Tisch hauen und sagen, Nein. Wir lassen das? Nein, hat er nicht getan, aber er hätte es nicht getan. Er hätte die Entscheidung nicht getroffen. Sie haben das toleriert? Ja. Okay. Muss man auch mal mit Dingen leben, die Der Impuls kam von Ihrer modernen Tochter Verena ja. Wahrscheinlich. Genau. Aber Herr Balse, muss ich jetzt mal ein bisschen provokant fragen, obwohl es sehr ernst ist. Müssen Sie jetzt nicht auch das russische Brot umbenennen? Das russische Brot heißt ABC. Es wird überall russisch Brot genannt und das ist dann so. Ja, also, das braucht nicht offiziell. Nein. Aber wir kommen damit an einen ganz ernsten Punkt. Ihr Unternehmen ist ja von Mehl und Sonnenblumenöl entscheidend abhängig. Vielleicht erklären Sie uns erstmal, wie viel Mehl verbackt Balsen denn so im Laufe eines Tages oder eines Jahres? Eines Jahres ca. 40.000 Tonnen. 40.000 Tonnen? Ja. Nun wissen wir ja alle, dass die Lieferketten in die Ukraine unterbrochen sind. Wahrscheinlich werden die Bauern ihr Feld gar nicht bestellen können. Ja, tangiert sie das? Das tangiert uns nicht physisch, weil unsere Produkte kommen aus der Umgebung von Braunschweig. Mhm. Aber die Preise werden an der Rohstoffbörse in Paris gehandelt und Mehl ist inzwischen doppelt so teuer wie vor einem halben Jahr. Und ist wahrscheinlich auch nicht abzusehen, wie die Preisspirale sich da entwickelt. Nein, und Energie ist eben auch sehr teuer, Gas. Ja. Jetzt heißt es, die Russen drehen uns vielleicht das in den Gas ab. Dann müssen wir mal gucken, dann gibt es kalte Kekse. Also. Na, wir wollen nicht hoffen, dass es so weit kommt. Ich würde gerne noch mal die Geschichte auch mit dem Sonnenblumenöl aufgreifen. Das kommt ja nun definitiv aus der Ukraine. Ja. Welche Rolle spielt denn das Sonnenblumenöl für Ihre Produktion? Sonnenblumenöl verwenden wir in einzelnen Produkten. Wir verwenden aber auch ein Lecithin, was aus Sonnenblume gemacht wird. Ja. Und da wird es schwierig. Andere Produkte wie Snacks, Kartoffelchips werden mit Sonnenblumenöl geröstet. Und die Ukraine liefert 60% des Weltmarktes. Und das wird per Tankschiff transportiert und die Russen blockieren die Häfen um Odessa. Insofern wird das schwierig. Und das geht für in anderen Bereichen ist das noch sehr viel gravierender als bei uns. Aber wir haben auch mit massiven Kostensteigerungen zu kämpfen. Was heißt, können Sie das schon beziffern, in welchem Umfang die Kostensteigerungen sein werden? Zweistellige Millionenbeträge. Zweistellige Millionenbeträge? Ja, schon im höheren oder im niedrigeren Bereich? Sie möchten sich noch nicht so festlegen. Nee, das ist auch im Moment sehr, sehr volatil. Ja. Aber es sind ordentliche Beträge. Da muss eine alte Frau lange für stricken. Herr Balsen, was heißt das denn im Klartext? Einsparen können Sie da nichts oder die Produktion drosseln auch nicht. Heißt das, die Preise müssen einfach steigen? Ja, die Preise werden steigen. Und das sieht man ja auch bei ganz anderen Produkten. Ja. Und das wird einen Preisschub geben, wie wir ihn in den letzten 20 Jahren nicht gehabt haben. Mhm. Aber es hilft nicht anders. Wir müssen zusehen, dass wir als Unternehmen nicht in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Denn wenn wir sagen, wir sind jetzt 130 Jahre alt, dann wollen wir noch ein paar Jahrzehnte drauflegen. Das heißt, wir müssen auch so eine Krise dann wirklich sehr aktiv und beherzt managen. Haben Sie da Rücklagen für? Ja, wir haben eine sehr komfortable Eigenkapitalquote. Das sind sozusagen die Rücklagen. Aber sowas kann auch schnell weg sein. Ja, natürlich. Also da kann man sich, als Unternehmer kann man sich nie ausruhen und sagen, jetzt läuft alles wie geschmiert. Ja. Tut es selten. Denken Sie über die Begrenzung der Produktpalette nach?
Das würde hierbei ja nicht helfen. Ja. Nein, wir haben unsere Produktpalette gerade in den letzten Jahren erheblich reduziert. Es gibt auch durchaus, gerade gestern hat mich jemand angesprochen, warum gibt es dieses Produkt nicht mehr. So, das ist ein normaler laufender Prozess. Deswegen, wir bringen ja auch wieder laufend neue Produkte. Und so, aber dieses Thema der Rohstoffpreise, und es ist nicht nur Rohstoff, es ist Kunststoffe, die sind für die ölbasiert. Ja. Es sind die Kunststofftrays, das ist auch, es ist der Gaspreis, der so nach oben geht, weil wir heizen unsere Öfen mit Gas. Und Strom, wir wollen ja auch irgendwo hier immer Licht haben. Also es geht über die ganze Breite weg und das wird zu einem Preisschub führen und nicht nur in unserer Industrie, sondern eigentlich in allen. Da haben Sie schwere Sorgen jetzt, wenn Sie in die Zukunft gucken. Also wir müssen das managen. Ja. Ich bin kein Freund von Sorgen, sondern vielleicht anpacken. Gibt es auch Chancen, aber wir müssen es anpacken. Ich möchte jetzt auch nicht nachkarten, Herr Balsen, aber 2010 haben Sie mit anderen Top-Managern einen intensiven Appell an die Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet, über den Umgang mit Kernenergie und Kohle nochmal nachzudenken, weil Sie eine massive Belastung der Wirtschaft fürchten. Fühlen Sie sich jetzt im Nachhinein durch diese ganze Energiepreisentwicklung bestätigt in Ihren Sorgen? Also, ja, ich will ja nicht sagen, dass ich das vorhergesehen habe, aber ich sag mal, wenn wir jetzt noch Kernenergie am Laufen hätten, dann wär der Energiemix sehr viel variabler. Und rund um uns herum, die Franzosen bauen ein Kernkraftwerk nach dem anderen und wir steigen aus. So. Ich glaube, heute unter heutigem Sichtpunkt muss man schon sagen, das war eine zweifelhafte Entscheidung. Ja. Würden Sie sich denen anschließen, die appellieren, die Laufzeit der Kernkraftwerke jetzt zu verlängern, neue ans Netz wieder zu nehmen? Die Frage, ob das überhaupt geht, ich bin kein Techniker. Aber ich sag mal, wir müssen sicher die ganze Breite der Möglichkeiten durchspielen und jetzt nicht ideologisch sagen, wir dürfen nur in eine Richtung marschieren. Herr Balsen, Sie sind ja ein politisch denkender Unternehmensführer. Sie waren von 2015 bis 2019 Präsident des CDU-Wirtschaftsrates, gehören ihm immer noch an. Ja. Sie sind der Präsident der Unternehmerverbände Niedersachsen. Welchen Rat würden Sie der Politik in der jetzigen Zeit geben? Ja, ich denke, man muss jetzt natürlich kurzfristig handeln, weil es kurzfristige Probleme gibt. Aber wir dürfen den Blick über den Horizont nicht verlieren. Und in der Vergangenheit hat man teilweise nicht langfristig gedacht. Die Tatsache, dass die Gasspeicher in Deutschland irgendwann an Gazprom verkauft wurden, ist einfach eine Katastrophe. Ja. Und ich glaube, wir müssen uns in den ganzen Lieferketten, die in den letzten 10, 20 Jahren immer nur auf Kosteneffizienz getrimmt wurden, wir müssen uns da sicher, wir müssen die Kosten im Blick behalten, aber wir müssen auch geopolitische Zusammenhänge mit ins Kalkül reinnehmen. Das passiert jetzt auch, aber das lässt sich natürlich nicht von heute auf morgen geht es nicht verwirklichen. Sie sind ja eine der jetzt handelnden Personen besonders eng verbunden. Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin. Ihr Vater Ernst Albrecht war Finanzchef in Ihrem Unternehmen. Ja. Sie haben Frau von der Leyen, die alle nur Röschen nannten in der Zeit, aufwachsen sehen. Wenn Sie Ihren Blick jetzt auf die Zukunft Europas richten, was würden Sie mit Frau von der Leyen besprechen in Richtung Europa? Ja, ich finde, sie macht eigentlich einen wirklich guten Job. Diese Krise ist auch eine Chance für Europa, sich auf gemeinsame Werte und auf gemeinsame Zielrichtungen zu besinnen. Natürlich gibt es immer Unterschiede in den unterschiedlichen Ländern, aber wir müssen sozusagen einen Rahmen schaffen, dem wir als Europa auch ein Gewicht auf der Welt haben. Denn es kommt jetzt schon zu einem Systemwettbewerb zwischen Diktaturen im Osten, China ist ja auch eine, und der westlichen freiheitlichen Denke. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht von den zum Teil sehr viel effizienteren Führungsstrukturen, zum Beispiel der Chinesen, die ganz langfristig denken,
dass wir da nicht ins Hintertreffen geraten. Ja, das sind ganz wichtige Gedanken, die Sie da bewegen. Aber ich möchte Sie noch einmal was ganz Privates fragen. Sie haben in wenigen Tagen Geburtstag, am 13. April. Wenn so eine gute Fee käme und sagte, du, Werner Michael Balsen, hast 3 Geburtstagswünsche, was würden Sie der Fee so sagen? Also, ich wünsche mir erstmal, dass dieser Krieg in der Ukraine wirklich schnell vorbei ist und dass wir dann einen Weg finden, wie man den Menschen und dem Land wieder helfen kann. Ansonsten wünsche ich mir, dass wir die nächste Führungsstruktur in unserem Unternehmen richtig regeln. Und ansonsten freue ich mich auf etwas mehr Kultur und Musik in meinem Privatleben mit meiner Frau zusammen. Das sei Ihnen von Herzen gegönnt. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Balsen. Alles Gute trotz der schweren Sorgen, die jetzt um uns so aufziehen. Danke. Alles Gute. Danke, Frau Balsen. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.